face I've never seen before, and I've been forgiven. Easy living, and I've been forgiven since you taken your place in my heart. Somewhere along the Sommer, was ist denn das für eine geile Musik? Da geht ja die Post ab, da bebt ja das ganze Haus. Heute ist doch Sonntag, das ist Radio DAC. Das kann doch gar nicht sein, das ist doch nur nicht 11. Was? Das muss ja dann ein Piratensender sein. Weißt du was, das leiten wir an die zuständige Behörde weiter. Da sollen sich die drum kümmern. Und das immer am Wochenende. Ja, hier ist nicht der NDR 2, nein, hier ist Radio Crocodile, Radio Crocodile, on air, yeah! Den haben sie in sein nicht vorhandenes Gehirn geschissen. Vergessen umzurühren, von wegen Radio Crocodile. Hier mache ich eine Knoten, dein verflixten Kongo-Schwanz. Ach, das gibt nur Probleme mit dem Tierschutz. Dem starkes Signal, der Wahnsinn, echter Hammer. Signal und der Sound. Einfach geil. Ja, ja, ich hab's verstanden. Echt super geile, starke Signal. Ich bin ein Kollege. Wo ist meine Güte? Scheiße, das kann man nicht anhören. Aber Mensch, Großvater, im Radio, auf der Kurzwelle, da sendet doch der neue Piratensender auf 6070 Kilohertz. Do you remember? I bet you do. Buddy Holly and Peggy Sue. Shadows and Witches. So, jetzt kommt die Geheimwaffe. Wo ist denn das Kabel? Brauchen wir nicht. Ganz moderne Technik. Geht mit WLAN. Nee, das wäre doch gelacht, wenn wir den nicht ordnen können. Mit der Waffe kriegen wir den hundertprozentig. Aber auf jeden Fall.
Ey, echt cooler Sound. Halt, stopp, jetzt habe ich die volle Überlagerung. Vielleicht sendet er ja jetzt auch digital am Ende noch in Quadrophonie, hä? Echt? Give me that beat to move my feet. Give me that beat to move my feet. Give me that beat to move. Also die haben einen echt guten Sender. Nein, wir haben einen verdammt guten Empfänger. Komm, lass uns mal ein paar Meter vorfahren, mal schauen, wie sich dann das Signal verhält. Halt mal an, da sitzen zwei mit dem Ghetto Blaster. Na, Opa! Was heißt hier Opa, du fränkischer Spargellutscher? Echt cooler Sound, den Sie da hören. Machen Sie den Scheiß mal leise. So, echt cooler Sound, den ihr hören. Was hat denn das mit der Tüte auf sich? Ach, denken Sie sich nichts dabei. Das ist immer so, wenn sich mein Kollege aufregt. Der hat eine Schwarzfunkerallergie. Das ist seit langem der beste Musiksender auf Kurzwelle. Oh, you're so right, darling. Is that all that glitter is gold? After story I've never been told. So now you see the light. You stand up for your... Sie haben aber aufgeschmackt. Wieso? Sie hören den gleichen Sender wie wir. Ja, das ist unser Lieblingssender. Wissen Sie, wo der Schwarzfunker steht? Wir würden uns gerne für die geile Musik bedanken. What's that? Schwanzfunker? Schwanzfunker? Vielleicht der Crocodile on the Air? Do you know, wer so geile Piraten-Sender ist? Naja, wir wissen schon, wo der Sender ist. So, das Radio ist laut. Paragraph 129 des Telekommunikationsgesetzes. Genau, und deswegen ist der Kasten wegen Hören des Schwarzsenders beschlagnahmt. Aber. Nix aber. Aber hätten Sie lieber mal auf Bayern 3 gehört. Du, sag mal, kann man überhaupt was beschlagnahmen wegen Hören von so einem Piratensender? Das ist mir scheißegal. Ich brauche jetzt ein Erfolgserlebnis. And now, what do we do now? What? Oh! Eilerstetten, Deppendorf, Funglachstadt, Großkotzdorf, Blödelsdorf, Pfostenhausen. Auch Pfosten City genannt. Also laut meiner Peilmessung müsste der Schwarzfunker aus Pfostenhausen kommen. Also das Signal, das sieht eigentlich ganz gut aus. Aber ich glaube, wir sind am falschen Standort. Also irgendwie ist das Signal merkwürdig. Das sieht so aus, wenn es überlagert ist. Vielleicht sendet er jetzt ja in Stereo. Echt, meinst du? Dann klingt er ja noch besser. Fahren wir mal ein paar Meter weiter. Aber hallo, was ist denn das für eine Maus hier? Hallo, schöne Frau, wohin des Weges? Hi, fahren Sie nach Grockohausen? Sowas Direktes und direkt nach Grockohausen. Ja, oh, das ist ja super. Sagen ja. Sie mal, was hören Sie da für einen Sender? Ja, Bayern 4 Klassik, das ist meine Lieblingsmusik. Bayern 4? Aha. Na, das geht ja gar nicht. Na, danke, da warte ich lieber auf den nächsten. Schade, schade.
Bayern 4 Klassik. Ich glaub's nicht. Das geht ja gar nicht. Alter, da war die doch lieber auf dem nächsten. Servus. Bevor du irgendwas sagst, sag mal, was hörst denn du für einen Radiosender? Hi, servus. Was für ein Musiksender? Keine Ahnung. Aber der läuft jetzt schon seit einem Monat hier. Ich nehme an, das ist ein Piratensender. Das ist super geile Musik. Kennst du vielleicht den Sender dann? Du, ich glaube, das ist der neue Kurzwellensender. Der ist total klasse. Super, voll mit. Ja, dann komm rein. Grad, 33 Grad, 43 Grad, 63 Grad. Bayerischen Rundfunk sind anscheinend sauber. Da stört nichts.
Hammersignal und der Sound einfach geil. Nur die Richtung ändert sich laufend. 320 Grad, 330 Grad, 340 Grad, 360 Grad, 15 Grad, 30 Grad. Ja, Kollege, wir fahren im Kreis. Was bitteschön ist das für ein Vollpfosten? Ist das scheiße? Ich glaub das nicht. Das habe ich in meiner gesamten Greiferlaufbahn noch nie erlebt. Was bitteschön ist das für ein Vollpfosten? Ich weiß es nicht. Oh lieber Gott, lass es ein Eintrag sein. Da ist die Antenne. Hey, ich glaube, da ist er. Wir haben ihn. Ich sehe die Antenne. Hey. Das ist ja eigentlich eindeutig. Das Signal war da am stärksten. Ja, habe ich auch am Bildschirm gesehen. Und ich habe auch Antenne gesehen. Also, Mensch, das geht doch schon alleine, da schauen wir mal drüber, oder? Ja. Komm, die machen wir uns fassen. Hey, wo soll denn das? Hey, wo soll denn das? Wir sind von der Behörde, wir brauchen mal Ihre Leiter, wir müssen da mal nach den Rechten schauen. Sind Sie sich da auch sicher? Ja, lesen Sie halt, können Sie nicht lesen, Sie haben doch schon Brillen auf. Das ist halt ganz schön die Unverschämtheit. Ja, solche Spanne. Ist er nicht. Kollege, schlaf mir mal. Mach doch noch bitte gleich mal ein Beweis vor. Ja, mach ich. Lieber tiefgeschätzter Nochkollege, falls es noch nicht zu Ihnen durchgedrungen ist, auch wir leben im digitalen Zeitalter. Wahrscheinlich ist in dem Ding nicht einmal Film drin. Scheiße, das ist ja wirklich kaputt. Stopp mal. Der Funkfahne, wie dreist ist das denn? Ich habe so einen Fall, der weist sogar auf Strahlung. Ich schau mal da, Radio Crocodile on Air. Der macht es uns ja richtig leicht. Komm, schau, da ist der nächste Wegweiser. Der macht es uns ja richtig einfach. Gott, die Herren kommen wegen der verstopften Logos. Der ist im ersten Stock. Nein, wir sind von der Frequenzbereinigungsbehörde. Wir kommen wegen einer Frequenzverstopfung. Das sollen wir jetzt gleich haben. Was soll das denn? Der Vollpfosten sendet ja immer noch. Nein, das habe ich von Amateurfunkern angeschaut. Das nennt man Notfunkanlage. Und wenn dann die Batterie leer ist, dann geht der Generator automatisch an und macht alles mit 230 Volt richtig powermäßig. Was heißt hier Notstrom? Mich zerreißt gleich. Was rauchen Sie denn für Schultüten? Das heißt nicht Amateurfunker, Sie Vollpfosten, sondern Funkamateur. Sie Vollpfosten, schauen Sie mal, dass aus dem Wasser rauskommt. Halt mich fest, ich ersäufe ihn gleich.
Was ist das denn für ein Format? MPEG 3, MPEG 4 oder MPEG allerlei? Das habe ich ja auf der diesjährigen IFA noch gar nicht gesehen. Das Teil hat wohl ein Format. Das nennt man Kompaktkassette oder Musikkassette oder Audiokassette. Und die wurde sehr wohl auf der IFA vorgestellt. Wissen Sie, 1953 genau allerdings schon. So, und nun zu Ihnen, Sie voll Hohlpfosten. Wir sind von der Prüf- und Messdienststelle und Sie betreiben hier eindeutig eine illegale Piratenfunkstation. Herr Kollege, legale Piratenfunkstationen gibt es nicht. Sie betreiben hier eindeutig eine Schwarzfunkerstation. Hier tanzt gleich der Bär. Zeig dem Idioten mal deinen Ausweis. Ich glaube, der weiß nicht, wer wir sind. Sie voll Hohlpfosten. Ah, ja, Jetzerler. Oh, Rekt-DB, was heißt denn das? Regensburger Tanzparade? Ah, mit der Lizenz zum Löten. Nein, das ist ein Druckfehler. Das heißt mit der Lizenz zum Töten. Oh. Im Telekommunikationsgesetz, kurz TKG, steht, jede Frequenznutzung bedarf einer vorherigen Frequenzzuteilung, soweit in diesem Gesetz nicht anders geregelt ist. Piraten... Nein, nein, nicht Pirat. Das ist eine private Radiostation. Piraten drohen in § 96 Absatz 2 eine Geldbuße von bis zu 500.000 Euro. Hauptmerkmale für einen Piraten sind, wer ohne Lizenz Übertragungswege betreibt und ohne offizielle Zuteilung Frequenzen nutzt, § 47 Absatz 1 bzw. § 96 Absatz 1 Nummer 1 und 10 TKG. Nur derjenige, der die rechtliche und tatsächliche Kontrolle über den Sender ausübt, also Betreiber, wird belangt. Das sind in dem Fall Sie. Nun, wir wollen Ihnen da mal eine Chance geben. Sie kriegen von mir diese Karte, auf der ich Ihnen mal die Kontaktadresse aufgeschrieben habe. Da gehen Sie hin und lassen sich mal ordentlich aufklären von den Machern von Radio DARC. Wie Sie so eine Sendung produzieren, damit Sie mal sehen, wie das die Profis machen. Darüber schreiben Sie dann einen wunderbaren Bericht und legen diesen uns vor. Und dann werden wir entscheiden, wie hoch die Strafe ausfallen wird. Hier die Karte. Hier ist Radio DARC. Das ist eine USL-Karte und diese dient zur Bestätigung einer Funkverbindung zwischen zwei Stationen, besonders Empfangsbestätigung, wie hier vom Radio DARC. Sie voll Hohlpfosten. Immer schön höflich bleiben. Also, und nun hauen Sie ab. Der Krempel bleibt hier, der ist beschlagnahmt. Stopp, und das Krokodil bleibt da. Ey Mensch, hast du eine Badehose dabei? Ja logisch, bei diesen Temperaturen immer. Warum soll das Krokodil da bleiben? Ich kann doch nicht schwimmen. Oh. Radio Dark, die Vollpfosten, die 300... Nein, du Gottes Willen! Wenn du sagst Radio Dark, die Vollpfosten, das könnt ihr nicht verstehen. Echt? Oh, scheiße, ich muss was bringen. Also, bleib du, was brauchst. Drehen, muss man Kopf dann drehen. Ruhe bitte, bitte. Piepst du das ganze Haus? Nicht piepsen, ich piep. Das ist ein... Bleib mal du stehen, du verwirrst mich. Du machst jetzt gar nichts. Ich hab. Nein, ich meine, Entschuldigung, ich meine natürlich nicht. Ja. Bitte. Gleichmäßig bin ich hier. Genau. Echt cooler Sound. Stopp, nein, stopp. Machst du den Scheiß mal eins und eins. Action. Weiter, aber so sagen Sie. Ach so. Ach, denken Sie sich nichts dabei. Ja. Warte mal, ich muss mal falsch. Ach, denken Sie nichts. Ach, denken Sie nicht. Ich bin ein für die Outtakes. Ach, denken Sie nicht. Das ist ein Tango. Okay, alles klar. Cool. Sag Sven, wann los? Wolf. Das ist der beste Musik. Ich krieg mal was da. Wir hören gleich wie Sender wie wir.
Der hört den gleichen Sender wie wir. Die hören den gleichen Sender wie wir. Was? Was? Sie. Hab doch was? Nein. Sie. Doch. Hört zu mal. Schwanzfunker. Was? So, das ist laut. Nee, der Kasten ist laut, Paragraph. So, das Radio ist laut. Paragraph 129 Telekommunikationsgesetz. Nein, nochmal. Paragraph 129 S Telekommunikationsgesetz. So, das Radio ist laut. Paragraph 129 des Kolstum. Genau. Genau. Genau, und deswegen ist der Kasten wegen Hören des Schwarzsenders Schwarzfunksenders oder Schwarzfunksenders? Schwarzfunksenders. Aber. Nix aber. Viel zu lang, viel zu lang. Ja, ich habe es gerade nicht. Was ist wieder war? Ronald. Was? Immer diese Handys. Nein, wir sind über Frequenzbereinigungsverbot. Das heißt nicht Funkamateure, die ist Hohlpfosten, sondern Amateurfunker. Nee, schon anders. Sagen wir dem Vollidioten deinen Ausweis. Ich glaube, der weiß nicht, wer wir sind. Vielleicht ist die Vollidioten oder der Ausweis. Ich kann jetzt nicht sagen. Ich glaube nicht, der weiß. Nein. Ich glaube nicht, der... Nein, ich glaube, der weiß nicht, wer wir sind.